Frank von GigaTech hier und das ist das Nokia 3.1. Das gucken wir uns jetzt mal an in einem sehr kurzen Hands-on. Das Nokia 3.1 ist ein neues Einsteigerhandy von Nokia, das wir in Zukunft sicherlich öfter sehen werden, was insbesondere an dem sehr attraktiven Preispunkt liegt. Kommen wir zu den Eigenschaften. Wir haben hier ein 5,2 Zoll in der Diagonale messendes HD+ Display. Das heißt, die Auflösung beträgt 1440 x 720. Das ist ein LCD, also kein AMOLED. Relativ hell, dafür nicht so gute Schwarzwerte. Sieht ganz gut aus, trotz der eher geringen Auflösung. Aber bei so einem kleinen Display fällt das ja auch jetzt nicht unbedingt auf. Front soweit so normal. Wir haben hier eine 8-Megapixel-Kamera. Hier unten in diesem Chin ist nichts weiter drauf. Keine kapazitiven Buttons. Hier ist alles in Software. Auf der Unterseite haben wir hier einen Micro-USB-Port. Finde ich ein bisschen schade, ein bisschen althergebracht. Aber gut, irgendwann wird sich das sicher auch ändern, dass neue Geräte wirklich nur noch USB-C haben. Vielleicht im Jahr 2022. Hier ist ein Mono-Speaker. Auf der Oberseite haben wir hier noch den guten alten Klinkenanschluss. Absurd eigentlich, dass das mittlerweile den Geräten der Mittel- und Einsteigerklasse vorbehalten ist. Hier haben wir eine ergonomisch gut gelegene und sich auch gut anfühlende Power-Taste direkt darüber. Na, da wird man öfter mal ins Gehege kommen, die Lautstärke-Wippe. Und auf der linken Seite haben wir hier zwei Slots. Einmal für zwei Nano-SIM-Karten, einmal für eine Micro-SD-Speicherkarten-Erweiterung. Beides ist also sozusagen parallel möglich. Wir haben hier keinen Kombi-Slot. Es wird zwei Speichervarianten geben. Das hier ist die kleinere mit 2 GB RAM und 16 GB intern. Im Speicher. Da würde sich eine Speicherkarte definitiv lohnen. Es wird aber auch eine geben mit 3 GB und 32 GB. Auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera, die, man muss es einfach sagen, nicht allzu gute Bilder produziert. Und das Gehäuse, das ist so ein beschichtetes Plastik, fühlt sich gar nicht so schlecht an. Man wird hier auch Fingerabdrücke sehen, aber das Ganze ist trotzdem wesentlich, ich sag mal, alltagstauglicher als diese üblichen Glas- und Metalloberflächen, die man in letzter Zeit häufiger sieht. Dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, hier gibt es überhaupt keinen Fingerabdrucksensor, weder vorne noch hinten. Hier eingestanzt das gute alte Nokia-Logo und hier, das seht ihr vielleicht ganz gut schon in dem Video, Android One steht drauf. Das bedeutet, die Software hier, das ist ein relativ naturbelassenes Android, das eine Garantie für Updates erhält, mindestens 2 Jahre Betriebssystem-Updates, regelmäßige Sicherheits-Updates. Also in Sachen Software ist man hier auf der sicheren Seite. Als Prozessor steckt hier ein MediaTek-Prozessor drin. Der hat zwar 8 Kerne, aber nur eine Maximalfrequenz von 1,5 GHz. Und wenn ich hier so ein bisschen rumwische, leistungsmäßig ist das, ich sag mal jetzt nicht das Allergelbste vom Ei, aber ich denke mal, in dieser Preisklasse kann man das schon machen. Wo ich schon beim Preis bin, 160 Euro UVP. Auf Preisvergleichsportalen habe ich aber auch schon Preise unter 150 Euro gesehen. Also das sind schon mal 10 Euro kurz nach dem Marktstart. Das wird sich, denke ich mal, so irgendwann auch so 130, 140 Euro einpendeln. Und ich kann mir vorstellen, das ist so ein Gerät, das man mittelfristig dann auch bei den Discountern sehen wird. So viel zum Nokia 3.1. Das war das Nokia 3.1. Okayes Gerät in der Preisklasse um 160 Euro, denke ich mal, aber jetzt auch nichts, worüber man nach Hause schreiben müsste. Sicherlich ein Einsteigergerät und hat auch seine Berechtigung. Was mir gut gefallen hat, Android One, was mir nicht gut gefallen hat, war die Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Hinterlasst gerne eure Meinung zum Nokia 3.1 und denkt auch dran, auf die Klingel zu drücken beim Abo-Button, dann verpasst ihr kein Video. Auch von der IFA, die ja jetzt ansteht. Bis zum nächsten Video. Ciao.